Höher sitzen, mehr Platz und trotzdem die Gene des Golf. Der Sportsfan, das Nischenmodell mit prominentem Namen. Aus Golf Plus wurde der Golf Sportsfan. Das sollte so ein bisschen den Muff, den das alte Auto zumindest bei manchen dynamischen Zeitgenossen verbreitet hat, etwas wegblasen. Und jetzt hat man hier einen Sportsfan draus gemacht. Mir Van als Sports. Auf den ersten Blick ein typischer Volkswagen. Unaufgeregt und geradlinig. Optisch eine Mischung aus Golf und Charan, ordnet er sich größentechnisch genau zwischen Fünftürer und Variant ein. Unter der Haube ein alter Bekannter. 2 Liter TDI mit 150 PS. Und auch innen gibt's viel Bekanntes. Das Gleichteileprinzip hilft VW beim Kostensparen. Und dem Kunden erspart es die Umgewöhnung. Sports ist auch hier ein Fremdwort. Dafür gibt's vanartige Luftigkeit. Und mit ganz viel. So hoch komme ich gar nicht. Kopf frei halten. Das ist ja lustig. So hoch kommt man gar nicht. Kannst du nicht. Nee. Da kannst du einen Zylinder drunter anziehen, da kannst du mit heiraten. Eine niedersächsische Ehe der besonderen Art. Und die ist nicht nur höher, sondern auch schwerer. Ich muss hier mehr Masse mit einem höheren Schwerpunkt um die Kurven wuchten. Wenn man hier jetzt die Kurve nimmt, das ist durchaus agil, das ist sogar für einen Van unglaublich agil. Agil auf der einen, praktisch auf der anderen Seite, mit einer kleinen Einschränkung. Gegenüber dem Golf-Variant gehen rund 100 Liter oder ein großer Koffer weniger rein. Mir persönlich gefällt, ehrlich gesagt, die Sportsman-Form ja etwas besser. Der fährt sich klasse. Ich finde, der sieht auch besser aus als jetzt ein Touran zum Beispiel. Und trotzdem ist es einfach noch ein knackiges Auto geblieben. Knackig, ja. Und auch einen Hauch teurer. 150 Euro trennen Sportsman und Golf-Variant. Heutzutage wollen ja viele Leute eine hohe Sitzposition, schöne Übersicht, gerade in der Stadt ist das ja auch praktisch. Man sitzt hier gefühlt ein Stück höher, sieht damit natürlich auch ein bisschen besser die Rundumsicht. Ist wirklich gut bei dem Auto, also zumindest für ein Auto der Kategorie. Ich habe vorne relativ dünne A-Säulen, ich kann mich umschauen, sehe ein bisschen was von der Landschaft und vor allem, ich sehe halt beim Rangieren etwas. Und das ist auch gut so, denn das Auto ist schließlich länger. Da ist natürlich jeder Zentimeter, den ich besser überblicken kann, Gold wert. So hat auch der Vorgänger Golf Plus schon gepunktet. Hohe Sitzposition und eine betagte Käufergruppe. Zwei Punkte, die sich scheinbar magisch anziehen. Wenn ich für den Sportsman jetzt eine Charaktereigenschaft suchen müsste, dann wäre es tiefenentspannt. Das Auto ist völlig ohne Ambitionen, in dem Sinne, dass es einen nicht treibt. Es ist leise und jedes dB weniger merke ich auf längeren Fahrten, weil es einen einfach weniger stresst. Leiser, größer und moderner. Der Sportsvan als Golf-Variant-Killer oder Touran-Verdränger? In der immer breiteren Produktpalette ist er eine echte Alternative. Jetzt muss der Sportsvan auf der Teststrecke zeigen, was unter der Haube steckt. Erster Test 0 auf 100 km/h. Wir probieren es aus. Dafür schalten wir erstmal hier das ESP aus. Aus. Erster Gang. Und. Sind wir 100 km/h. Mögen die Messwerte entscheiden. Der Sportsvan braucht 8,7 Sekunden auf 100. Nächster Test, die Vollbremsung. Beschleunigen wir den langen, hohen Golf auf 100 km/h. Gucken wir aber auch so gut verzögert. Und ab geht's. Ja. Völlig problemlos, absolut sicher. Ich finde es sogar richtig gut. 34,4 Meter. Viel Gewicht, viel Grip. 18 Meter Slalom zum Abschluss. Nächster Prüfpunkt und ein ganz fieser Prüfpunkt für hochbauende Autos, der Slalom. Da müssen sie dann schon mit ihrem hohen Schwerpunkt kämpfen. Hier mit, naja, sind wir nicht so mutig, 60 km/h rein. Und jetzt gucken wir mal. Er wankt halt ein bisschen deutlicher, ansonsten völlig problemlos. Für den Van sogar richtig gut. Absolut. Null Probleme. Sicheres Auto. Sicher ja. Richtig schnell
Nein, mit 61,4 km/h geht's durch die Slalomgasse. Wer Golf fahren will und dabei höher sitzen möchte, ist beim Sportsvan an der richtigen Adresse. Dass er dabei weniger Sports und mehr Van ist, ist kein Nachteil. Eine echte Alternative in der Golffamilie. Familienvan, Vorreiter, Verkaufsschlager. Der Opel Meriva mit 140 PS starkem Top-Benziner stellt er sich dem Test. Der Meriva ist ein echter Erfolg.